Ja, der Fachmann, der weiß, wir sind jetzt hier bei der weißen Ware in der Halle 4. Der große Unterschied zu den Fernsehgeräten, die klassischerweise auf der IFA sind, ist, hier kann man schmecken, hier kann man wirklich etwas genießen, anfassen. Hier ist alles live. Und aus diesem Grund wollen wir einfach auch mal live Herrn Rocco fragen, was er hier eigentlich fabriziert. Rocco, wir haben jetzt hier gerade eine tolle Gesangseinlage von Ihnen bekommen. Eigentlich sind Sie ja sonst bei großen Open-Air-Kochshows bis 1500 Menschen. Was treibt Sie hier auf die IFA? Was mache ich hier auf die IFA? Ich koche. Aber ich koche nicht nur, weil ich auch sehr leidenschaftlich auch gerne singen, deswegen tue ich beim Kochen immer singen. Und ich freue mich heute hier zu sein für die Firma Ritter mit Unterstützung von Firma Steber und Molte, die auch diese ganz tolle Küche hier zur Verfügung gestellt haben. Und bin auch morgen noch da und darüber freue ich mich wahnsinnig. Ja, super. Dann viel Spaß weiter beim Singen, beim Kochen. Fangen Sie an. Wunderbar. Wir werden es gerne begleiten und schauen, was es hier Leckeres geben wird. Während Rocco hier sein Menü weiter vorsingen wird. Da hören wir es. Ja, kann ruhig. Na, wir sollten noch ein bisschen Rocco genießen, bevor wir Ihnen hier weiteres zeigen. Ja, hier geht es jetzt auch weiter. Und zwar hier bei diesem Stand von Ritter haben wir noch ein paar andere Geheimnisse, die wir lüften wollen. Und dazu haben wir als Gast Frau Wex. Schönen guten Tag, Frau Wex. Guten Tag. Frau Wex, wir wollen mal trotzdem weitermachen, obwohl das schon sehr verlockend riecht dort. Was haben wir hier in diesen Schubladen drin? Sind ja Gabeln und Messer, die wir gleich brauchen? Nein, da sind keine Gabeln und Messer drin. Hier befindet sich ein Multischneider, ein Allesschneider für die Schublade drinnen. Ah, das heißt, das ist integriert in der Schublade? Genau, der ist in der Schublade befestigt, wird einfach hochgeklappt und dann kann man damit arbeiten. Oh, das ist ja sehr beeindruckend. Das heißt, ich kann das einzeln so kaufen, in jede Schublade installieren? Genau, die Schublade sollte eine Korpusbreite von 45 cm haben und eine Höhe von 10 cm ungefähr. Dann können Sie das Gerät einbauen. Okay, die Firma Ritter sollten wir uns merken. Kann das genauso schnell wieder eingepackt werden? Ja. Nur einfach hier drücken und dann wieder ziehen. Okay, in der nächsten Schublade haben wir dort auch noch ein Geheimnis zu lüften? Ja, da haben wir einen Einbautoaster für den 30er Schubkasten. Wird einfach nach oben gedrückt. Also ich bin sicher, meine Frau zu Hause wird es lieben. Alles wird in den Schubladen versteckt werden. Lässt sich das auch wieder so einfach zurückdrehen? Ja, wird einfach wieder umgeklappt. Toll, zwei Schubladen haben wir noch. Hier haben wir noch einen Allesschneider für den 30er Schubkasten, also die kleinere Variante zu dem zuerst gesehenen. Können wir natürlich auch aufklappen. So. Ja, ich glaube, das Essen ist bei Rocco gleich schon fertig, aber eine Schublade schaffen wir vielleicht noch. Das scheint ja wirklich ziemlich einfach zu sein. Um das, was mit der Kamera mitbekommt, vielleicht das nochmal zurückbauen. Da sehen wir auch wieder, wie einfach das geht. Und das letzte Geheimnis? Das letzte Geheimnis ist quasi das Schwestermodell zu dem ersten. Okay. Nur einfach. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Sind die Geräte heute schon im Handel zu erhalten? Die sind schon im Handel erhältlich, ja. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, wir sehen, das Essen ist gleich fertig hier. Rocco hat richtig hingelangt und hat ein musikalisches Menü für uns fertig. Wir können sehen, gleich bevor alle hier zum Essen aufgerufen werden, möchten wir aber noch einen Gesprächspartner uns vornehmen. Vielen Dank, Rocco. Ich möchte gerne unseren Gesprächspartner noch vorstellen. So, bevor es zum Essen geht, Herr Ochs, ich habe noch einige Fragen. Das Ganze, was wir hier erleben, hat ja einen ernsten Hintergrund. Ja.
Wir sind auf der IFA. Klassischerweise spricht man immer von der braunen Ware. Jetzt weiße Ware heißt eigentlich alles, was rund um Haushaltsgeräte stattfindet. Früher war das nicht so ganz sexy gewesen. Da war das etwas eher, was einfach nur funktional war. Heute werden die Sachen viel mehr designt. Aber wir erleben hier letztendlich auch auf der IFA. Gehen wir ruhig ein Stück näher auf die Kamera zu. Ich glaube, die Leute wollen essen jetzt. Vielleicht können wir hier einfach etwas näher vor der Kamera. Hier sind wir genau richtig. So, jetzt können die Leute ruhig essen hier. Sie können ruhig essen, sonst fühle ich mich wieder guilty nachher. Es gibt eine Initiative Pro Business. Wenn Sie uns erzählen könnten, was dahinter steckt, Herr Ochs. Pro Business Elektrohausgeräte ist eine Marketinginitiative mit 18 mittelständischen Unternehmen, europäischen Marken, die sich hier in Deutschland niedergelassen haben und ihren Vertrieb organisiert haben. 16 dieser Unternehmen befinden sich hier auf der Messe. Wir haben eine Ausstellungsfläche dort aufgemacht für über 3.300 Quadratmetern, um einfach zu demonstrieren, dass Kochen und Essen und Trinken und Schmecken und Probieren eine Erlebniswelt ist, in der man sich wohlfühlen kann. Und das demonstrieren wir hier in den Gängen bei unseren Partnern. Nicht nur an diesem Stand, den Sie gerade selbst erlebt haben, sondern an vielen weiteren Ständen, wo Sie aktuelle, hochaktuelle Produkte, Neuheiten, energieeffiziente Produkte erleben werden. Das werden wir gleich untersuchen. Wir werden uns noch einen zweiten Stand angucken, wenn Sie uns noch als Ansprechpartner erhalten bleiben, dass wir noch etwas Hintergründe erfahren. Bleiben Sie dran. Nun wollen wir mal die Revolution am Bügelbrett uns anschauen. Folgen Sie mir.